Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ich bin's, euer Donner, und heute zocken wir über den LCPD-FR-Mod. Wie ihr seht, sind wir auch schon schön in unserer Noobs-Ausrüstung, denn heute gehen wir mal auf Streife als Elite-Einheit. Ich habe schon den Hubschrauber bereitgestellt, habe mir ein paar NPCs noch dazu gespawnt. Das geht mit dem Simple Trainer ganz gut. So, dann würde ich sagen, legen wir direkt los und heben ab. So. Und schon sind wir in der Luft, das ist sehr geil. Und ich bin schon gespannt, was uns denn so erwarten wird, denn jetzt mit unseren zusätzlichen Einheiten haben wir auch einige sehr geile Sachen. Versuchen wir uns mal an ein Shootout, was gestern nicht so gut geklappt hat. Wo befindet er sich? Ach, direkt hier unten, das ist aber praktisch. Da unten stehen sie auch schon, wie es scheint. Und ich kann, glaube ich, keine Mikrofonansagen machen, das ist natürlich schade. So, jetzt können uns meine Einheiten mitkämpfen. Das war auch der Sinn davon. Wenn man sieht, bringt das schon viel mehr. Wir werden gleich eine schöne Polizeiverfolge machen, dann werden wir noch eine Runde zu Fuß auf Streife gehen, würde ich sagen. So. Wenn man die Waffen hat, dann soll man sie auch nutzen, nicht wahr? So. Feuer. Frei. Klappt doch schon viel besser so, nicht wahr? Tja, gestern habe ich meinen Hubschrauber auf dem Dach versenkt. Der ist irgendwie weg. Gebackt oder so. Als das hinterher gesehen habe, muss ich erstmal lachen. Ein Nachteil hat es, wenn wir so tief fliegen. Unsere Soldaten können natürlich getroffen werden. Unsere Einheiten. Und Hubschrauber kriegen natürlich auch deutlichen Schaden ab. So, die Säcke. Jetzt kriege ich euch. Ich dachte, der hat jetzt schon gepiept. Der ist einer runtergesprungen, weil die schreien ja immer so, wenn sie springen. Deswegen hat mich das gestern so gewundert. Ich meine, dass sie nämlich so schreien haben. LCPD und Mission geschafft. Sehr schön. Und ich habe eine neue Mitteilung, aber das interessiert euch jetzt nicht. Ich weiß nicht mal, was das ist. Bestimmt wieder so was wie, hast nicht gesehen, Nico, komm mal Biolink oder so, keine Ahnung. So, ich würde sagen, unser nächster Fall wäre geil, wenn das jetzt so ein Suspect fliehen. Genau darauf habe ich gewartet. Und Leute, es ist richtig geil aus der Luft. So. Da rumpelt der kurz, das liegt aber an der X-Speed, das tut mir leid. So, da fährt er auch. Da unten fährt er lang. Da, ich hole mal gleich Verstärkung mit F10. So, und mit F12 holen wir uns noch ein paar Polizeieinheiten. Das war jetzt ein Steam-Geräusch. Den Screen Capture. Das seht ihr nicht, aber wollte ihn nur mal angemerkt haben. Ich habe heute leider nicht viel Zeit, deswegen kann das sein, dass ein bisschen gerusht alles vorkommt. Was hat der denn? Wo fährt denn der so langsam? Achso, der will abbiegen. Da hängt einer aus dem Auto raus, ne? Ah ne, doch nicht, das war der rote Pfeil. Ich war nämlich kurz davor, F9 zu drücken. Für letzte... wie hieß es nochmal? Egal. Wir werden mal sehen. Ich drücke jetzt mal F9. Wir sagen jetzt mal, das sind Schwerkriminelle. Lethal Force, genau. Und dann schießen die auf den los, siehst du? Oh, der Fahrer ist tot. Oder? Sieht so aus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mies. Besonders, guck mal, da kommen die, da sind drei Polizeiautos, da kommen auch noch welche angefahren. Da hinten steht auch noch einer. Okay, ich würde sagen, der Fall ist schon mal geschafft, dann können wir schon mal wegfliegen. Weil die verhaften ihn jetzt nur und wir brauchen ja nicht da ohne die beistehen, werden die Leute verhaften. Mission ist dann so oder so geschafft und ich habe gerade 11 FPS sehe ich und das ist nicht so toll. Jetzt nicht mehr. Okay. Sehr schön, dann machen wir noch einmal irgendwas Besonderes, würde ich sagen. Shoots feiert und danach gehen wir dann zu Fuß auf Mission, würde ich sagen. Ich wollte jetzt auch mal kurz nur den Einblick ins Hubschrauber fliegen geben, dass ich eigentlich total scheiße fliegen kann, obwohl es geht. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ich habe ja damit mit meinen Kumpels und so immer online GTA gezockt. Und ich sag euch, ey, die haben sie einen zurechtgeflogen. Beziehungsweise eher, wir haben ja zur Zeit immer gezockt. Und ja, ich habe Freunde. Man wird sich glauben. Oh, investigate the area to look out for hostels. Okay. Wir sollen jetzt aussteigen und gucken, was da denn los ist. Dann tun wir das, meine ich, wa? Immer vorsichtig sein, natürlich. Kann es sein, dass hier irgendwas kaputt ist. Okay.
Okay. So, und das passiert auch gerne, dass es Leute gibt, die Scherzanrufe machen. Das soll es ja geben, sowas. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf Streife. Das werde ich jetzt live mit euch machen, wie ich das mache. Ich werde jetzt mir ein Auto spawnen. Ist ja klar. Einfach, um euch die Funktion zu erklären. Nicht, dass ich jetzt hier privat oder so immer schiete. Habe ich aber, glaube ich, auch schon gestern erklärt, ne? Wir brauchen einen SWAT-Wagen. Wie ist der denn? Ich glaube, Nus hier. Der. Ja, okay, der geht auch. Den können wir auch nehmen. Ist auch von Nus. Dann nehmen wir den. Ich wollte zwar den großen nehmen, aber der geht auch klar. So, und das erste, was ich heute machen möchte, Polizeiautos, können ja Leute anhalten. Ich muss mich immer so. Domestic Disturbance machen wir aber zuerst. Und ich habe nachgeschaut, Domestic Disturbance heißt anscheinend wirklich Ruhestörung, so in dem Sinne. Das war eigentlich gestern nur geraten, weil ich nur Disturbance kenne. Naja, was heißt nur? Operation the. Scheiße. Wo ist er? Der ist in der U-Bahn. Ist echt in der U-Bahn. Wo ist jetzt der U-Bahn-Eingang? Scheiße, da vorne. Da müssen wir uns beeilen. Nicht, dass sie gleich, sonst noch was passiert. Ich habe nämlich keinen Bock, dass er die Person da umbringt. Oh, scheiße. Kann ich einen reden? Nee. Okay, schade. Das wäre nämlich geil gewesen, wenn ich noch reden könnte. Wo sind die hingelaufen? Sind die hoch? Ja, die sind hoch. Ey, die verarschen mich doch. Oh, scheiße. Fette U-Bahn-Action, die gerade am Laufen, meine Freunde. Und wir sind am Times Square. Der will die Frau ausrauben hier. Komm, stehen bleiben. Hände hoch. Das war knapp. Nicht mit mir, mein Freund. So. Dann holen wir uns einen Prisoner Transport mit F10. Ja, und jetzt hat er sich wieder wegteleportiert. Das verstehe ich zum Beispiel noch nicht, warum die sich manchmal wegteleportieren. Okay, dann würde ich sagen, mach mal das gleiche nochmal. Hier. Nusswagen spawnen. Wo sind meine Verbündeten? Ah, da kommen sie. Ja, die hängen mal wieder ein bisschen hinterher. Einer fehlt immer noch. Der war, glaube ich, da mit dem Helm. Ja, ach egal. Wir fahren jetzt los. Und wir halten jetzt ein Auto an, habe ich gesagt. Wow. Ich würde sagen, das Taxi sieht sehr verdächtig aus. So, wir müssen einmal hier Shift links drücken. Somit können wir dem Vehikel vor uns sagen, Pullover, ne? Also nicht Pullover, sondern Pullover. Okay. Das gibt jetzt schon eine Geldstrafe. Wie fährt er sich denn zurecht? Egal. Nö. Wir können das natürlich auch stoppen wieder. Ich möchte einen anderen nehmen. Das soll zügig gehen und nicht hier so eine halbe Stunde. So, der müsste gleich links rüberfahren oder rechts, genau. So, dann halten wir hier an. Da hängt kurz das Spiel. Das ist aber normal, weil er die Daten laden muss dafür. Ey, dieser kleine Penner hat mir die Autotür abgefahren. Der kann froh sein, dass ich gerade hier bin. So, jetzt sind wir hier und ich würde sagen, das war ein bisschen zu schnell, mein Freund. Und ich würde sagen, gib mal deinen Führerschein rüber, ich möchte mal wissen. Sounds good? Und das ist Amado Green, okay. Okay, dann schauen wir uns mal die Lizenz am Computer an. So, gehen wir zur Seite. Gehen wir zum Computer hin, Alter, beide Türen ab, drücken E. Gehen hier rein auf Login, auf Search ACPD Database und dann geben wir den Namen ein, der steht unten rechts, Amado Green. Dann schauen wir uns mal an, was denn da so abgeht. Okay, violated, no, alles in Ordnung, okay. Ja, kann auch mal beistehen, dass zum Beispiel der Führerschein abgelaufen ist oder sowas. Und im schlimmsten Fall hauen wir einfach die Verdächtigen ab. Und ich würde sagen, du kriegst einfach mal eine Verwarnung. Tschüss. Und da fährt ein Roller. Ich glaube. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das sollte, aber okay. Ich wollte eigentlich den Roller anhalten und dann so voll auf Police. So Oberpolice machen, weißt du? Suicide Object. Oh, da gehen wir mal lieber schnell rüber.
Kann doch sein, dass sie sich töten, ne? Bevor ich da bin. Und da oben ist er. Die Person. Da sollten wir uns lieber schnell beeilen. Und danach machen wir noch eine schöne, ich würde mal sagen, Schießerei. So. Halt, halt, halt. Sturk nicht. Immer schön in der Mitte halten. Wow. Lässt er die Waffe fallen. Ja, Suspect of Skill kann ich nichts viel, wenn er abhaut. Ups. Bad, bad cop. La 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 la. Oh. Ja, das passiert. So. Ich würde sagen, wo ist unsere Schießerei? Oder Suspects fliegen war auch geil. Aber ich würde sagen, Schießerei wäre ganz gut. Schatz feiert. Ich mache nur einen Durchlauf, bis zum Schatz feiert. So, okay. Keine Schieß, kein Dings dabei. So. Da oben ist jetzt hier die Crime Scene. Da fahren wir mal ganz schnell rüber. Ist natürlich ärgerlich, wenn du zum Beispiel rüberfährst und jetzt auf einmal da einfach nur so ein Spaß-Call war, weißt du? Okay, sind da oben. Die sind da oben. Gibt's hier keinen. Nee. Da muss ich echt jetzt da rumfahren. Obwohl muss ich gar nicht. Quatsch, was ist denn. Da sind die Verdächtigen schon. Lieber mal schnell dran vorbeifahren. Die brauchen eine Deckung ganz schnell. Ja, scheiße, dass die Türen jetzt abziehen, weißt du? Sonst könnte ich mich da schön hinterstellen. So, da vorne ist einer. Auch keine Verstärkung in diesem Fall. Okay, mein Quadler ist down. Scheiße. Ich schmeiß jetzt mal ausnahmsweise keine Granate dahin. Da sind nur noch drei Verdächtige. Ups. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. So, einer ist übrig und das ist er. Und? Mission completed. Sehr schön. Das war natürlich auch geil. Und ich würde sagen, zum grünen Abschluss machen wir jetzt eine Autoverfolgung. So, da haben wir den. Direkt vorne. Vorne fahren sie. Ich brauche schnell einen Hubschrauber. Problem ist, ich weiß nicht, wo die sind. Ne? Ich habe die jetzt auf dem Radar verloren. So, scheiße. Da ist er. Ich sag jetzt einfach mal. Schleichen die so rum. Ich habe schon Hubschrauber herbeigerufen. Ich brauche noch ein bisschen Verstärkung mit F12. So. Können natürlich auch News mit F11 holen. Wir müssen mal versuchen, den auf jeden Fall anzuhalten. Alter, der drängelt voll. Scheiße. Mit rum nicht unbedingt hier jetzt den Wagen zerschrotten. Da achte ich immer so ein bisschen drauf, dass ich nicht wie so ein Wahnsinniger einfach reinbrettet habe. WTF? Seit wann fahren denn Büsse in GTA 4? Das ist neu. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr das auch schon mal hattet? Oh, scheiße, schießen. F9, sofort. Und F11, sofort. Wir brauchen News. Das geht ja gar nicht. Was machen die denn da? Ich möchte jetzt ein bisschen den News dabei haben und nicht unbedingt, dass meine sofort das Auto anzünden, weißt du? So, da vorne ist News. Die haben mich direkt vor einen Ampelpfahl gesetzt. Das ist auch ganz klasse. Nee. Bei euch ist das Zeit auch so. Scheiße, ich habe eine Granate in der Hand. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay. So, ich glaube, dein Partner ist schon gekillt. So. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat heute dieser Part von GTA 4 SCPD FR gefallen. Der kam jetzt gerade nicht so spannend vor.
Ich habe auch gerade nicht viel Zeit, deswegen hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Sollte der Part nicht so geil gewesen sein, einfach wird der nächste Part hoffentlich besser wieder. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen mit SCP-D-FR. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Officer Donut sagt schon mal Tschüss und wir sehen uns dann. Haut rein, Leute, und ciao.